Ich meine, du bist schon der Champion. Ja. Hätte zwei Champions in so einem jungen Gym, wäre natürlich ein Erfolg. Erzähl uns ein bisschen was dazu. Ja, natürlich. Ich sehe immer als kompletter Favorit. Ja. Gameplan? Also es gibt keinen Gameplan. Gameplan ist einfach überall besser zu sein als ein Gegner. Ob ringerisch, im Stand oder am Boden, überall komplett zu dominieren und ja, bei erster Gelegenheit einfach finishen und zweites Titel nach Hause holen. Hast du einen Tipp, wie das Ding ausgehen wird? Also ich denke, zweite Runde TKO auf dem Boden. Ja? Ja. Bist du so überzeugt von der Geschichte? Ja, sehr natürlich. Sehr gut. Was würde das für dich, beziehungsweise für das ganze Team, wie schätzt du die Situation an? Ja. Das ist sehr wichtig, dein Kampf. Ich habe sogar selber einen Kampf abgesagt an dem Tag, damit ich ihn betreuen kann und in seiner Ecke sein kann. Weil wir sind jeden Tag zusammen, wir kennen uns am besten. Ja, ich bin sein Coach, er ist mein Coach. Und ja, bei seinen Kämpfen, ich bin sogar aufgeregt, als ich selber kämpfe. Ja, wenn ich weiß, dann, dass er dran ist, dann mein Herz explodiert. Schlimmer als ich bei meinen Kämpfen bin. Sehr, sehr schön. Wo soll eure Reise hingehen? Boom. Was passiert danach? Kommt ein paar Titelverteidigungen oder habt ihr schon ganz andere Beine gesteckt? Ja, wir gucken. Ja, natürlich Ausland. Wir wollen uns im Ausland beweisen. Ja, aber einfach abwarten. Mal gucken, was noch kommt. Und zum Abschluss noch eine Frage. Was mich sehr brennend interessiert, ihr habt seit langer Zeit keinen Trainer, ihr trainiert euch selbst. Ja. Würdest du es als Vorteil oder manchmal auch als Nachteil sehen? Wie schätzt du die Situation? Das kann man so und so sehen. Ne? Ohne Trainer, man kann viele verschiedene Sachen ausprobieren und gucken, was ihm passt, was ihm nicht passt. Natürlich auch Nachteil, weil man braucht eigentlich einen erfahrenen Mann, so bei sich haben, den Tipps beim Training gibt und so weiter. Aber wir kriegen das auch so hin. Kein Problem. Haben wir schon gesehen. Vielen Dank für die Zeit, die du genommen hast. Danke. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Wir sehen uns bestimmt demnächst bei Choke. Ja, danke. Guck Choke.